Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zur Verleihung des Hauptpreises 2018. Professor Achille Membe ist ein in Kamerun geborener Historiker und politischer Philosoph. Er gilt als Vordenker des Postkolonialismus sowie als Kritiker rassistischer Denkstrukturen. Schon in jungen Jahren entwickelte sich Membes Bewusstsein für gesellschaftliche und politische Missstände. Er engagierte sich zum Beispiel bereits in den 1980er Jahren in Alphabetisierungskampagnen für die afrikanische Landbevölkerung. Ab 1982 studierte Achille Membe Geschichte an der Universität Paris, Panthéon-Sorbonne, und schloss sein Studium 1989 mit einer Promotion im Fach Geschichte ab. Membe war an vielen renommierten Universitäten tätig, so etwa an der Columbia University, der University of California in Berkeley, an der Yale-Universität und der Duke University. Derzeit lehrt Achille Membe an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Für sein Buch Kritik der schwarzen Vernunft wurde er 2015 mit dem 36. Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Sein jüngstes Buch Politik der Feindschaft ist 2017 erschienen. Im Zentrum stehen dort jene Konflikte, die im Kontext der Dekolonialisierung seit dem 20. Jahrhundert entstanden sind und die Gefahren, welche sich daraus für liberale Demokratien ergeben. Die Begründung der Jury lautet: Mit Achille Membe zeichnet die Stadt Ludwigshafen am Rhein einen der wichtigsten Denker des afrikanischen Kontinents aus, der mit seinem Blick auf gesellschaftliche Brüche und die Gefahren der Demokratie über die Grenzen hinaus für eine humane Welt im Sinne Ernst Blochs eintritt. Für die Jury gehört Achille Membe zu den wichtigsten Intellektuellen Afrikas. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Kontinent in Deutschland vornehmlich durch Flüchtlingsdiskussionen und religiöse Konflikte wahrgenommen wird, möchten wir dabei helfen, den Diskurs über und vor allem mit Afrika zu fördern. Ein Diskurs, der für die Bildung gleichberechtigter Identitäten in einer globalisierten Welt von großer Bedeutung ist. Achille Membe, ausgebildet an europäischen Universitäten, geht diesen Weg ebenfalls. Durch seinen konsequent von Afrika ausgerichteten Blick auf frühere und heutige Entwicklungen in der Beziehung zwischen Afrika und Europa hat er es geschafft, neue Sichtweisen in die Geschichtswissenschaft, Philosophie, Soziologie und Ethnologie einzubringen. Achille Membe mit dem Ernst Bloch auszuzeichnen, ist in einer Stadt mit hohem Ausländeranteil, ist für uns zugleich ein Zeichen des Dialogs und der Solidarität mit denjenigen, die leider zu oft nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern allein nach ihrer Herkunft beurteilt werden. Hier begegnen sich auch die Anliegen von Ernst Bloch mit denen des Preisträgers, dem Prinzip Hoffnung. Wie der Friedensnobelpreisträger von 1967 es formuliert hat, geht eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit voraus, um vorurteilsfrei die Möglichkeiten einer Verbesserung dessen, was die Verhältnisse bedingt, auszuloten. Für ihr wertvolles Wirken wünschen wir Ihnen, lieber Herr Professor Membe, auch in Zukunft weiterhin viel Erfolg und große internationale Resonanz
Zum Ernst-Bloch-Preis 2018 gratuliere ich, gratulieren wir Ihnen von ganzem Herzen. Ja, ich freue mich jetzt auf die Laudatio von Herrn Professor Dr. Richard Rottenburg von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Lieber Herr Professor Rottenburg, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Achille Mbembe ist seit 2003 Forschungsprofessor für Geschichte und Politik am Wits Institute for Social and Economic Research der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Insofern ist er ein südafrikanischer Gelehrter. Allerdings hat er seine akademische Ausbildung in Frankreich absolviert, wo er sein Studium, wie wir gerade gehört haben, 1989 mit einer Promotion in Geschichte an der Sorbonne Abschluss. Gleich im Anschluss hat er ein Diplom d'études approfondies in Politikwissenschaft auch in Paris erworben. Insofern ist Mbembe ein französischer Gelehrter. Anschließend war er viele Jahre in den USA beschäftigt. Einige der Stellen sind genannt worden. Er ist bis heute regelmäßig Teilzeitprofessor an der Duke University und seit 2016 Mitglied der American Academy. Insofern ist Achille Mbembe schließlich auch ein amerikanischer Gelehrter. 1996 bis 2000 war Mbembe Executive Director des Council for the Development of Social Science Research in Africa, CODESRIA. Und natürlich ist es nicht belanglos, dass er in Kamerun geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, in einem Jesuitenkolleg. Ich denke allerdings, dass es wichtig ist, die Bedeutung dieser Kosmopolitanen neben der kamerunischen Verwurzelung besonders hervorzuheben. Was die Disziplinen anbelangt, lebt Mbembe ebenfalls in den Zwischenräumen. Er betreibt als ausgebildeter Historiker politische Philosophie, ohne sich in eine Schule oder Genealogie einordnen zu lassen. Er schreibt weder im engen Sinn historische oder philosophische oder gar politikwissenschaftliche, sondern vielmehr thematische Bücher, die sich gleichzeitig von der grassierenden Tendenz absetzen, Bücher über andere Bücher zu schreiben. Er greift seine Themen nicht aus den aktuellen Debatten auf, sondern schreibt über die Welt und findet zu neuen Problematisierungen, die dann wiederum in Debatten aufgegriffen werden. Seine wichtigsten Veröffentlichungen hat er seit 1985 geschrieben, in der Regel auf Französisch, und die letzten drei sind immer jeweils zeitnah auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich erwähne die nochmal, obwohl sie schon mal erwähnt worden sind. 2016 Ausgang aus der langen Nacht, Versuch über eine Entkolonisierung Afrikas. 2014 Kritik der schwarzen Vernunft und 2017 Politik der Feindschaft. Achille Mbembe gilt heute weltweit als sichtbarster und einflussreichster Historiker und öffentlicher Intellektueller, der aus Afrika, über Afrika und für Afrika schreibt. In vielen Diskursen steht heute fest, dass die Befugnis, über Afrika zu sprechen, größer ist, wenn man Afrikaner ist. In gewisser Hinsicht scheint es in der Tat sinnlos, diesen Zusammenhang zu hinterfragen, denn jedes Wissen hat seinen Ort.
In anderer Hinsicht drängt sich indes die Frage auf, ob dennoch ein nicht eingeweihter Blick von außen die blinden Flecken eines Netzwerks von Überzeugungen im Sinne von Quine Web of Beliefs und seine Verflechtungen mit einem Ort und einer tradierten Geschichte doch am besten ausleuchten kann. Mbembe handelt genau diese Spannung zwischen Verortung und Dezentrierung aus und versteht es, beide Pole produktiv miteinander zu verbinden. Er gilt als Vordenker dessen, was man mit Bereitschaft zur Vereinfachung unter dem Label Postkolonialismus verstanden werden kann. Freilich handelt es sich auch hier, also beim Postkolonialismus, um ein weites Diskursfeld mit mehr Kontroversen als Einigkeit. Insbesondere in Deutschland erfährt er eine neugierige Aufmerksamkeit, die meines Erachtens sogar seine intellektuelle Sichtbarkeit in Frankreich übertrifft. Eine zufriedenstellende Erklärung habe ich dafür bisher noch nicht gefunden. Vermute aber, dass es mit der zeitlich verzögerten Bereitschaft zusammenhängt, im öffentlichen Diskurs, aber auch im akademischen Betrieb Deutschlands endlich die Fragen an sich heranzulassen, die der Postkolonialismus aufwirft. Wieso haben das Ende der Kolonialreiche und die Entlassung der Kolonien in nationalstaatliche Souveränität nicht zum Ende des Kolonialismus geführt? Was genau ist eigentlich Kolonialismus oder Kolonisierung? Indien hat es Großbritannien und Algerien hat es Frankreich unmöglich gemacht, diese Fragen viel länger als bis 1940 oder 60 zu verdrängen. Für Deutschland gab es so eine Geburtshelferin nicht. Vielleicht hängt die bemerkenswerte Sichtbarkeit des frankophonen Intellektuellen Mbembe ausgerechnet in Deutschland, aber auch gewissermaßen umgekehrt damit zusammen, dass eine alte europäische und sublime Sehnsucht unter deutschen Intellektuellen lebendiger geblieben ist als in Frankreich oder Großbritannien. Diese Sehnsucht richtet sich darauf, aus dem Blick fremder Menschen etwas ganz Besonderes lernen zu können. Fremd können Menschen im Sinne der Phänomenologie insofern sein, als ihre natürliche Weltanschauung auf einem anderen, unbefragten Boden ruht. Montesquieu mit seinen Lettres persanes von 1721 und Christian Wolff mit seiner Rede über die praktische Philosophie der Chinesen von 1726 haben ein Genre begründet, das vermutlich einige Vorläufer hatte und bestimmt viele spätere Versuche inspirierte. Es könnte vielleicht sein, dass die Sehnsucht bzw. Hoffnung aus dem Blick eines anderen auf das eigene einen Erkenntnisgewinn zu schöpfen, im Selbstzweifel Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Shoah und nach 27 Millionen Toten in der Sowjetunion, einen fruchtbaren Boden gefunden hat als in den Nachbarstaaten. Heute muss man hinzufügen, dass diese Hoffnung zwar noch bei einem Großteil der deutschen Deutungselite lebendig ist, doch einige wenige bestreiten wieder, dass der eigene Humanismus nur über und durch den anderen zu realisieren ist, etwa über den geflohener Menschen. Nietzsche war ein zu sehr auf Verstörung ausgerichteter Autor, um die Hoffnung auf Erkenntnis durch den Blick aus der Fremde auf das eigene ungebrochen gelten zu lassen. Er schrieb in Menschliches allzu Menschliches in Paragraph 443, Hoffnung als Anmaßung. Unsere gesellschaftliche Ordnung wird langsam wegschmelzen, wie alle früheren Ordnungen es getan haben, sobald die Sonne neuer Meinungen mit neuer Glut über die Menschen hinleuchteten. Wünschen kann man dieses Wegschmelzen nur, indem man hofft. Und hoffen darf man vernünftigerweise nur, wenn man sich und seinesgleichen mehr Kraft in Herz und Kopf zutraut als den Vertretern des Bestehenden. Gewöhnlich also wird diese Hoffnung eine Anmaßung, eine Überschätzung sein. Was Nietzsche hier auf den Punkt bringt, ist in die Verfassung der Moderne eingeschriebene Überzeugung, dass die Zukunft zwar unaufhebbar ungewiss, dafür aber gestaltbar sei.
und erst erträglich würde, wenn sie mit einer bestimmten Hoffnung daherkomme, nämlich der Hoffnung, dass die Zukunft nicht nur anders, sondern auch besser werden kann, sofern die Menschen den Mut dazu aufbringen, sich diese Aufgabe auch zuzutrauen. Das kann dann leicht in anmaßende Überschätzung umschlagen, beziehungsweise in die katastrophale Moderne, wie sie Walter Benjamin erahnt hat. Es kann aber auch umgekehrt, und das ist ja der Kern der Beobachtung von Nietzsche, zu dem Prinzip Hoffnung führen, wie es Ernst Bloch autoritativ entwickelt hat. Hoffnung, so hat er uns gezeigt, ist ein Erwartungsaffekt, der sich zum einen auf etwas noch nicht Vorhandenes bezieht, zum anderen sich gegebenenfalls durch Bewusstwerdung verstärken kann, anstatt sie als Täuschung aufzulösen. Bloch schreibt im Prinzip Hoffnung von Leibnizens Entdeckung des Unterbewussten über die romantische Psychologie der Nacht- und Urvergangenheit bis zur Psychoanalyse Freuds war bisher wesentlich nur über die Dämmerung nach rückwärts bezeichnet untersucht worden. Man glaubt, entdeckt zu haben, alles Gegenwärtige ist mit Gedächtnis beladen, mit Vergangenheit im Keller des nicht mehr Bewussten. Man hat nicht entdeckt, es gibt im Gegenwärtigen, ja im Erinnerten selbst, einen Auftrieb und eine Abgebrochenheit, ein Brüten und eine Vorwegnahme von noch nicht Gewordenem. Und dieses Abgebrochen-Angebrochene geschieht nicht im Keller des Bewusstseins, sondern an der Front. Die Dämmerung nach vorne, also die marxistische Kritik der Psychoanalyse, ist nur der eine mir wichtige Aspekt, der den Namensgeber des Preises und den diesjährigen Preisträger verbindet. Was sie auch verbindet, ist die Überzeugung, dass die Bewusstwerdung einer bis dahin unbewussten Vorahnung diese durch Reflexivität korrigiert und stärkt, beziehungsweise davor bewahrt, in Prophetie abzugleiten. Im Sinne von Montesquieu und Wolff schlage ich vor, dass es der dezentrierende Blick aus der Fremde ist, der die hier in Rede stehende Transformation einer Dämmerung nach vorne in eine reflektierte Hoffnung auf ein noch nicht Gewordenes auf den Weg bringt. Ich denke, dass Mbembe in den letzten 20 Jahren diese Art der Unterstützung durch seinen verfremdenden Blick auf das alte Europa prominent anbietet und dafür insbesondere auch in Deutschland gehört wird. Um ihm, aber insbesondere auch um unserer Freundschaft gerecht zu werden, kann ich an diesem Punkt indes nicht stehen bleiben. Der Blick aus der Ferne, besser der verfremdende Blick, ist also auf ein eigenes gerichtet und nimmt diesem die Selbstverständlichkeit, beziehungsweise stellt es bisweilen auch radikal in Frage, zwingt es zur Reflexion. Zugespitzt können wir zum Beispiel das eigene Europas aus der Perspektive Afrikas sehen und werden so zum Zweifeln gebracht. Im Kontext von Kolonisierung bezieht sich diese Figuration der Blicke vor allen Dingen darauf, wie die anmaßenden und sich selbst überschätzenden europäischen Universalitätsansprüche durch ihre Bestrebungen, andere Netzwerke der Überzeugung zu denunzieren, nach und nach von den Unterjochten, den Colonial Subjects, unterlaufen und am Ende durch ihre Glut weggeschmolzen werden. Während die große Schmelze mit dem Indian Independence Movement schon Mitte des 19. Jahrhunderts anfing und 1947 zur Unabhängigkeit Indiens führte, kann man heute feststellen, dass sie als Unabhängigkeitsbewegung erst 1994, mehr als 100 Jahre später mit der Abschaffung der Apartheid in Südafrika ihr Ziel erreicht hat. In anderer Hinsicht, und darauf ist die postkoloniale Theorie fokussiert, haben sich die Mechanismen der Kolonisierung lediglich verschoben und sind nicht mehr auf die politische Kontrolle von Territorien und Populationen angewiesen. Vielmehr haben sie sich in ökonomische, kulturelle und technologische Mechanismen eingeschrieben,
die alle offiziell im Namen von Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit operieren, unter der Hand aber aus weitaus verschlagener und nachhaltiger als der plumpe Kolonialismus Ungleichheiten und Rassismen perpetuieren. Insofern ist die Arbeit an der Dezentrierung von Machtpositionen in kolonialen Gefügen mit der Unabhängigkeit der Kolonien nicht erledigt, sondern wichtiger und anspruchsvoller geworden. Dies gilt aus vielerlei Gründen, doch ich möchte hier nur den erwähnen, der mir für meine Laudatio wichtig ist. Die Positionalität des dezentrierenden Blicks aus der Ferne, etwa aus einem afrikanischen auf einen europäischen Sitz im Leben, zielt nicht nur auf das eigene des anderen, etwa auf das eigene Europas, sondern verweist rückwärts auf das eigene des afrikanischen Selbst, das gerade in dieser perspektivischen Operation leicht in Gefahr gerät, sich selbst zu überschätzen. Wenn man Dekolonisierung in erster Linie als Rückkehr zum althergebrachten und kolonisierten Eigenen begreift und sich an der Vorstellung eines Ureigenen romantisch berauscht, lässt sich Dekolonisierung kaum mehr von anderen anmaßenden Überschätzungen unterscheiden, die das eigene Heil nicht über und mit dem anderen, sondern aus sich heraus anstreben. Insbesondere an diesem Punkt, so meine ich, liegt der besondere Betrag Mbembes. Als einer der wichtigsten Stimmen in der Debatte um die anhaltende Herausforderung und neue Aktualität der Dekolonisierung versteht er es, fortbestehende Kolonisierungsstrukturen und Praxen zu entlarven, ohne dafür implizit auf der Hinterbühne das Heil über die Rückkehr zum Ureigensten in Aussicht zu stellen. Mbembe ist ein polyglotter Denker, der für Kosmopolitanismus schreibt, für eine Welt, in der alle Menschen als Bürger der Welt sich gegenseitig verpflichtet sind, auch und gerade, wenn sie sich fremd sind. Er ist nicht der Gelehrte aus Kamerun, der Europa den Spiegel vorhält und dadurch letztendlich nur die vermeintliche Überlegenheit Europas bestätigen würde, die darin besteht, diesen Spiegel zu ertragen und intelligent in einen weiteren Vorteil zu verwandeln. Er ist auch nicht der Gelehrte aus Kamerun, der deshalb befugt ist, über Afrika zu reden, weil er Afrikaner ist. Nein. Er ist befugt, über Afrika zu reden, weil er ein weltweit herausragender kosmopolitaner Wissenschaftler ist. Und auch seinen Spiegel kann er nicht deshalb hochhalten, weil er Afrikaner ist, sondern weil er ein weltweit herausragender kosmopolitaner Wissenschaftler ist. Erst nachdem ich das betont habe, möchte ich in ein paar Sätzen zum Mbembes kamerunischer Herkunft etwas sagen. Wer 1957 in Kamerun zur Welt gekommen ist, ist freilich wie alle Menschen durch die Besonderheit der Zeit und des Ortes seiner oder der ihrer Geburt geprägt. Jeder Mensch ist aber zugleich durch seine Geburt, Nativität im Sinne von Hannah Arendt, frei, immer auch neuen Eigensinn, neuen Willen und neue Ansichten in den Raum des Politischen zu bringen. Manche können mehr daraus machen als andere, aber niemand kann es ganz vermeiden und sich vollkommen auf die Prägung berufen. Gebürtigkeit im Sinne Arendts lässt sich als Konkretisierung dessen lesen, was Nietzsche in dem erwähnten Zitat ambivalent mit Hoffnung als Anmaßung und Bloch mit Dämmerung nach vorne meint. 1957 war Kamerun in ein französisches und ein britisches Mandatsgebiet geteilt, nachdem die deutsche Kolonialherrschaft, die 1884 einsetzte, mit dem Ersten Weltkrieg 1918 zu Ende ging. In Parenthese sei angemerkt, dass der Afrikaforscher und Ethnologe Gustav Nachtigall 1884 von Bismarck zum Reichskommissar für Deutsch-Westafrika ernannt wurde und dazu beitrug, dass Togo und Kamerun die ersten deutschen Kolonien wurden. Seine unveröffentlichten Briefe und Tagebücher zeigen, dass ihm diese Aufgabe widerstrebte und er sie nur in der Hoffnung annahm, durch eine europäische Intervention dem Sklavenhandel einen Riegel vorzuschieben.
1957, im Jahr der Geburt von Achille Mbembe, glaubte niemand mehr an eine Zukunft der kolonialen Herrschaft. Nach einer kurzen, turbulenten Übergangszeit während seiner ersten drei Lebensjahre wurde Französisch-Kamerun am 1. Januar 1960 unabhängig und am 1. Oktober 1961 schloss sich ein Teil des britischen Mandatsgebiets an. Die Generation Mbembes, die mit der Unabhängigkeit zur Welt kam, war anderen Prägungen ausgesetzt und sah sich anderen Herausforderungen und Verantwortungen gegenüber als ihre Väter und Großväter, die die Unabhängigkeit errungen haben. Bereits die Generation Leopold Sedar Senghors, geboren 1901, hat den Nachweis erbracht, dass europäische nicht gleichbedeutend sind mit universell gültigen Erkenntnissen, sondern dass alle menschlichen Erkenntnisse und Zeugnisse in gleicher Weise Anteil haben an dem Bemühen, auf eine Zivilisation des Universellen hinzuarbeiten als Horizont. Und bereits die Generation zum Beispiel von Ngugi wa Thiong'o, dem Kenianer, geboren 1938, diese Generation hat gezeigt, mit welcher selbstverständlichen Eleganz, Leichtigkeit und Ironie solche Beiträge von afrikanischen Intellektuellen hervorgebracht werden. Wer aber wie Mbembe mit der Unabhängigkeit der afrikanischen Kolonien zur Welt kam und 20 Jahre später zur Universität ging, fand sich in einer völlig anderen Situation wieder. Während der wuchtige und erfolgreiche Emanzipationsimpuls der Väter und Großväter hoffnungsfroh von der Idee des souveränen Nationalstaates gerahmt war, stand die Generation Mbembes vor den Ruinen einer euphorischen Aufbauphase. All die Versprechen von Freiheit, Selbstbestimmung und Entwicklung erwiesen sich als zerbrechlich, widersprüchlich, doppelbödig. Die unmittelbare koloniale Unabhängigkeit wurde durch durchtriebene ökonomische, kulturelle und technologische Mechanismen postkolonialer Herrschaft ersetzt. Diese Mechanismen umspannen heute längst die Welt und lassen sich nicht mehr als Emanzipation einer Nation oder auch als eines Kontinentes von einer sie beherrschenden Nation oder einem anderen Kontinent darstellen. Dekolonisierung zielt auf eine Veränderung gesellschaftlicher Ordnungen im Weltmaßstab, die in Deutschland genauso akut ist wie in jedem afrikanischen Land. Genau genommen geht es dabei um einen planetären Maßstab, was uns Maximilian Probst gerade schön vorgeführt hat. Insofern die zeitgenössischen gesellschaftlichen Ordnungen vor unseren Augen im wörtlichen Sinne und einer Ausweitung der Metapher Nietzsches wegschmelzen. Dies liegt an der anmaßenden Fehleinschätzung der menschlichen Möglichkeiten, die Natur zu beherrschen und kapitalistischen Kalkulationen, diese zu unterwerfen, deren Folgen sich in Afrika aktuell bereits heute drastischer zeigen als im alten Europa. In diesem die Menschheit verbindenden Projekt der Dekolonisierung spielt Mbembe eine zentrale Rolle. Achille, ich freue mich für dich und gratuliere dir aufs Herzlichste. Alles Gute. Zuerst einmal möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich bin zutiefst glücklich, heute Abend teilnehmen zu können an etwas, was offensichtlich ein Fest des Geistes ist. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr glücklich bin, hier in dieser Stadt Ludwigshafen anwesend zu sein. Eine Stadt, die der Welt ein Geschenk gemacht hat. Einen seiner größten Söhne hat sie der Welt geschenkt, Ernst Bloch. Ich nutze diese Gelegenheit natürlich, um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Meine Dankbarkeit an die Frau Bürgermeisterin, mit der ich vorhin schon ganz ungezwungen mich unterhalten konnte. Und in diesem Gespräch habe ich mir gesagt, ich habe, glaube ich, den falschen Weg eingeschlagen.
Eigentlich wäre ich lieber Bürgermeister einer kleinen Stadt irgendwo in der Welt gewesen. Egal wo. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um dem Zentrum Ernst Bloch zu danken, der Direktorin, Frau Immaculata Amodeo, Monika Sommer-Bloch für die musikalische Umrahmung, Richard für seine Freundschaft und für seine intellektuelle Großzügigkeit und auch natürlich Maximilian Probst, der vor mir den Förderpreis bekommen hat. Ich werde heute Abend nur indirekt den Geist der Utopie beschwören hier. Das Werk von Ernst Bloch ist reichhaltig und von einer, ich würde sagen, verletzlichen Schönheit. Man kann es vergleichen mit einem Gewebe. Ein Rankenwerk von Ideen, von Konzepten, von Spuren, Schnüre, die mehr oder weniger vernetzt sind miteinander und letztendlich eigentlich eine lange Mahnrede an die gesamte Menschheit und an die Welt darstellen. Doch was ist das für ein Gewebe, das Ernst Bloch versuchte zu weben? Es ist das Gewebe der Hoffnung, das Netz der Hoffnung und letztlich auch das Gewebe des Glaubens. Der Glaube, der die Hoffnung bewährt und die Hoffnung, die den Glauben bewährt. Wir wissen es ja nur zu gut, hat er immer wieder gesagt, die Menschen wollen betrogen werden. Das galt in den damaligen Jahren, in einer Zeit der funktionalen systemischen Dummheit, als die Kohorten anonymer Körper mit geschlossenen Augen erstarrt, unterlegen, eine besiegte Menschheit festzustellen war. Aber das gilt auch heute noch. Wo alle Grenzen überschritten werden, eine nach der anderen, und der Weg öffnet sich nicht hin auf ein Wunder, sondern zu etwas, das alle Züge des Unmöglichen trägt. Wer erkennt es denn nicht in dieser Welt? Die Endzeitutopien erblühen überall. Das Ansammeln von Zweifeln und Ängsten, die kein anderes Ventil finden als den Trieb von Blut und Boden. All das sind Vorzeichen, dunkle Vorboten der Wahrheit. Denn für manche war die Geschichte nur eine große Falle und der Countdown hat angeblich begonnen. Das zeigt sich angeblich an den verlassenen Gebieten, die austrocknen, verdorren, an den riesigen, toxisch gewordenen Ozeanen, in denen innerhalb von einer Generation sämtliche Bewohner verschwunden sind. Das hat Maximilian ja gerade eben angesprochen. Eine Zeit der gestörten Atmosphäre, der Krakenstädte, in denen die Luft nicht mehr atembar ist, in denen Millionen dicht gepackt leben. Man denkt also oft, dass die Erde nun eingetreten sei in einen radioaktiven Zerfallszyklus und dass jetzt das Überleben sämtlicher Spezies, der menschlichen wie der nicht-menschlichen, bedroht sei. Es stimmt schon, dass wir um uns immer mehr Unglückssterne kreisen sehen. Niemand ist geschützt vor Betrug heutzutage, vor Blendung, vor Gutgläubigkeit.
egal welchen sozialen Status jemand hat, welcher Klasse er angehört. Denn selbst die Klügeren, um noch einmal Ernst Bloch zu zitieren, fallen auf Glanz herein. Und es ist nicht einmal nötig, dass der Glanz Gold verspricht. Warum also dieser Wunsch, betrogen zu werden? Nicht immer, weil die Menschen dumm waren, sondern, und das unterstrich er dann auch noch, weil wir geboren sind zur Freude. Die Freude, die in diesem Fall dann sicher die älteste Hochzeit, die älteste Tochter der Hoffnung ist. Bloch sagte also im Prinzip, dass nur diejenigen, die Freude erleben können, wirklich leben können. Die Hoffnung, sagte er, ist verankert im schwer zerstörbaren menschlichen Glückstrieb. Und Richard hat es ja auch angesprochen, die Verfolgung eines positiv sichtbaren Ziels, das ist die Hoffnung. Und so ist sie und war es immer schon allemal einer der wichtigsten Motoren der Geschichte. Ich paraphrasiere weiter das Werk von Ernst Bloch. Sie prägt die öde fortlaufende Zeit mit einem Vorwärts. Diese Hoffnung ist also ein Effekt, den man kultiviert, der nach Arbeit verlangt und dessen Funktion es ist, die Menschen ganz aktiv auf eine Straße zu schicken, auf den Weg eines Werdens, dessen Teil sie selber sind. Sie verlangt also keinen automatischen Optimismus, denn der automatische Optimismus ist für Bloch ja nicht weniger ein Gift als der verabsolutierte Pessimismus. Die Hoffnung möchte einen anderen Glauben, den Glauben daran, dass noch nicht aller Tage Abend ist, dass die Zukunft offen ist. Ein solcher Optimismus ist ohne Glauben nicht möglich, also ohne die ständige Verfügbarkeit, sich in Gefahr zu begeben, nicht in den Abgrund zu werfen, sondern in das, was noch nicht geschafft ist. Und Richard hat das ja genau so zitiert eben. Im Sinne von Ernst Bloch möchte ich heute Abend einige wesentliche Fragen stellen hier. Zuerst einmal frage ich mich, wo stehen wir? Worauf dürfen wir hoffen? Wie steht es denn um diese Welt, um die Menschheit? Und ich müsste auch noch hinzufügen, mit allem, was lebt heutzutage. Wir leben in einer globalisierten Zeit. Gibt es da noch etwas, was uns allen gemein ist, was wir teilen, sollen in mehr oder weniger gleichen Teilen? Gibt es irgendetwas, das wir zusammentun müssen, und sei es nur, weil es um unser Überleben geht, weil es um die Nachhaltigkeit dieser Welt geht, über alle Grenzen hinweg, die die Rassen trennen, denn dieser wirklich widerliche Begriff bleibt leider weiterhin unsere Zukunft. Über die Geschlechter hinweg, die Staaten, die Völker, die Nationen, über die Territorien, die Sprachen und die Religionen hinaus. Ist es also wahr, dass die Differenz, also die Grenze, diese machtvolle Linie, das letzte Wort der Menschheit sein soll? Ist es wahr,
wie manche es heute behaupten, dass wir uns letztendlich geirrt haben, dass wir uns schon immer irren wollten, dass in Wirklichkeit die Menschheit zu gar nichts geweiht ist, und zwar wegen der Leere, die sie selber in sich trägt. Ist das alles wahr? Das historische Projekt des Menschengeschlechts, also die Bewegung hin zur Freiheit, ist dieses Projekt an sein Ende geraten. Was kann heutzutage es noch bedeuten, sich in der Welt und in dem Denken zu orientieren? Und in welchem Denken denn, in welcher Sprache, in welchen Archiven und mit welcher Richtung? Wenn man aber ein Mindestmaß an Licht werfen möchte auf die rauen und verzerrten Räume, die unsere Welt heute bereithält für uns, wenn wir dieser Welt den Puls fühlen wollen, den Atem messen, vielleicht auch den Schluck auf, dann kann es durchaus nützlich sein, sich zu orientieren an diesen Orten, die offensichtlich weit entfernt sind und die doch so nah sind, die uns so nah sind, an den Orten, wo auf eine Art, die wir nicht ignorieren können, unser Schicksal aller Menschen entschieden wird. Wenn ich vom Schicksal von uns allen spreche, dann meine ich dieses Wir, diese Menschen, all diese Männer und Frauen nicht als eine existierende Gemeinschaft, also über die Heterogenität hinaus, die uns ja ausmacht, sondern als etwas, was sich uns anbietet als Möglichkeit, die sich bietet im unerschöpften Ganzen der Welt selbst. Dazu lud uns Ernst Bloch ein in seinem Prinzip Hoffnung. Was sich uns heute nun anbietet, hier und heute, ist die Möglichkeit, andere Namen zu beschwören. Den Unsinn der Identität und der Differenz deutlich zu machen. In einer paradoxen Zeit, wo wir alle in Verbindung stehen, wo wir verschlungen sind, aber gleichzeitig in Beziehungslosigkeit und Trennung leben. Unsere Chance heute hier ist, dass wir mit neuen Augen das betrachten können, was vor uns liegt, weil wir es nicht mehr nicht sehen können. Aber wir haben natürlich Schwierigkeiten, das wirklich wahrzunehmen, zu durchdringen. Unsere Gegenwart wird bevölkert von Ereignissen, die wir nicht sehen können, trotz all unseres Verlangens nach Blindheit, trotz unseres brennenden Verlangens, betrogen zu werden, getäuscht zu werden. Es handelt sich um verschiedenartigste Ereignisse, um Dinge, von denen wir dachten, dass sie nie geschehen würden. Und die doch jetzt gerade geschehen. Von anderen dachten wir, die würden nicht uns geschehen, sondern nur anderen, die fern von uns leben. Doch die kommen uns nun immer näher. Auch uns betreffen sie nun. Erstaunliche Dinge, entsetzliche Dinge, unerhörte Dinge, die Unglauben hervorrufen, die die Grenzen unserer Fantasie zerreißen, die manchmal zu Erstaunen, zu Wut, zu Gefühlen, zu Panik führen, zu Fassungslosigkeit und Verblüffung. Solche Ereignisse ereignen sich, ohne dass wir auf sie warten, ohne dass wir das vorhergesehen hätten, ohne dass wir darauf vorbereitet wären. Und sie werden immer mehr. Menschen, die niemals anderswo als bei sich zu Hause leben wollten, die niemals die Möglichkeit ins Auge gefasst hätten, anderswo hinzugehen, werden plötzlich eines Morgens wach und die Welt, die sie bisher kannten, hat
fast ganz und gar aufgehört zu existieren. Oder sie hat nichts mehr gemein mit dem, was noch am Vortag vorhanden war. Was ist passiert? Mitten in der Nacht gab es offensichtlich ein ohrenbetäubendes Ereignis, ohne dass die Menschen das wirklich umfassend erfassen können. Es ist etwas, das sie plötzlich zu Fremden gemacht haben an den Orten, an denen sie geboren wurden und an denen sie bisher gelebt haben. Solche Menschen sehen wir fast jeden Tag und wir sehen immer mehr von ihnen. Zumindest hören wir von ihnen, Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die gezwungen waren, alles aufzugeben, alles hinter sich zu lassen, andere, die alles verloren haben, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Menschen, die gegen alle Vernunft möchten unbedingt weggehen und sich an Orte begeben, wo man sie nicht erwartet, wo sie Unbekannte sind, wo man sie ganz einfach nicht haben möchte und man zeigt das auch und oft recht deutlich. Diese Menschen wissen ganz genau, dass sie nicht empfangen werden, dass man ihnen keinen Platz einräumen wird, dass sie Gefahr laufen, auf der Straße sich wiederzufinden, dass sie Gefahr laufen, dass man ihnen das Wenige, was sie noch besitzen, auch noch nimmt. Und dennoch machen sie es und dennoch gehen sie trotzdem dorthin ohne jede Garantie, ohne jede Sicherheit. Sie setzen ihr eigenes Leben ein. Andere sieht man, die mit ihren Kindern auf dem Weg sind, mit einem Bündel auf dem Rücken, das Wenige, was sie aus den Trümmern ihrer Existenz retten konnten. Sie waren lange unterwegs, ihr Körper ist extrem erschöpft, die Augen sind schon orientierungslos. Sie suchen in den Trümmern, was vielleicht noch nützlich sein könnte auf ihrem Weg. Andere leben unter Planen, leben in Käfigen, kampieren im Regen oder unter brennender Sonne in der Erwartung von irgendetwas, von ein paar Litern Wasser vielleicht, von ein paar Körnern Reis, von einem Stück Stoff, in Erwartung eines Blicks und vielleicht am Ende vielleicht einmal eines offiziellen Papiers, eines offiziellen Dokumentes. Andere sind irgendwo blockiert, sitzen fest wie Beuten. Sie werden festgehalten, irgendwo in einem Lager. In einem dieser vielen Lager, die ganz verschiedene Namen tragen. Flüchtlingslager, Vertriebenenlager, Lager für Migranten, Wartezonen für Durchreisende, Transitzonen nennt man sie, Aufnahmeeinrichtungen, Rückhalteeinrichtungen. Und so weiter. Und Ernest Bloch, wenn er heute leben würde, würde davon sicher reden. Es ist eine vielfältige, eine uneinheitliche Landschaft. Trotzdem kann man sie zusammenfassen in einem Mo. Es handelt sich um Lager für Fremde. Und letztlich handelt es sich um nichts anderes. Und Bloch wäre in der Lage gewesen, darüber zu reden. Und er hätte darüber geredet, wäre er heute am Leben. Es handelt sich um Lager für Fremde im Herzen Europas und in den Randzonen. Nur dieser Name entspricht diesen Einrichtungen und dieser Gefängnisgeografie, die sie zeichnen. Vor einigen Jahren hat der Anthropologe Michel Agier gesagt, es gäbe in der Europäischen Union rund 400 solcher Lager. Das war vor den großen Flüchtlingsströmen 2015. Seitdem sind neue Lager entstanden, auch Lager, in denen die Menschen dann umgeleitet werden. Sie wurden in Europa geschaffen, am Rande Europas und zwar auf Betreiben Europas auch in Drittländern. 2011 konnten diese verschiedenen Lager, Gefangenenlager, bis zu 32.000 Menschen aufnehmen. 2016 belief sich diese Zahl bereits auf 47.000.
Die Gefangenen sind im Wesentlichen Menschen ohne Visum, ohne Aufenthaltsgenehmigung, von denen man keinen internationalen Schutzstatus zusprechen möchte. Bloch würde darüber planen, darüber reden und Hannah Arendt auch. Und es muss darüber geredet werden. Wir müssen darüber reden. Es geht in erster Linie um Orte des Gefangenseins, um Orte, um Internierungsorte, um Orte, die der Verbannung dienen oder der Abtrennung von Menschen, die man als Eindringlinge betrachtet, die entsprechend keine Rechte hat und entsprechend, wie die Menschen denken, auch keine Würde. Sie fliehen aus Orten, die unbewohnbar wurden durch exogene und endogene Verfolgung. Sie gehen in die Städte und sie gehen an Orte, wo sie nicht eingeladen wurden und wo man sie nicht haben möchte. Indem man sie zusammentreibt, indem man sie an den Rand drängt, möchte man ihnen nicht helfen. Indem man sie in Lager einschließt, indem man sie in eine Situation des Abwartens bringt, nachdem man ihnen alles genommen hat, auch jedes Recht, macht man sie zu potenziell deportierbaren Subjekten. Ihre Bewegung wurde gestoppt. Es passiert also sehr viel vor unseren Augen, bisweilen sogar in einer geradezu blendenden Nacktheit. Da ihr Lebensumfeld zerstört wurde, wird den Durst stillen, sich ernähren, sich waschen, eine Wohnung zu haben, zu etwas, was das Wesentliche ausmacht und was sich immer wieder wiederholt. Europa hat beschlossen, seine Grenzen zu militarisieren und sie weiter vorzuverlagern. Denn diese Grenzen sind ja nicht begrenzt auf das Mittelmeer. Diese Grenzen finden sich mittlerweile auch auf den Fluchtrouten, die Migrationskandidaten nehmen. Wenn beispielsweise ein afrikanischer Migrationskandidat den Weg einschlägt von Yola nach Katsina in Nigeria, dann von Katsina nach Agadez in Niger, und dann weitergeht in die Gegend von Tripolis, dann dehnt sich die neue Grenze Europas aus bis nach Yola und sie bewegt sich nach den Orten, den Räumen, durch die sich diese Kandidaten der Migration bewegen. Das bedeutet für unser Thema hier, der Körper des Afrikaners, jedes einzelnen Afrikaners, aber auch aller Afrikaner zusammen als Bevölkerungseinheit, als Rassenklasse, sind inzwischen zur Grenze Europas geworden. Diese neue Art des menschlichen Körpers ist ein anderer als der Körper des Sklaven aus der Zeit des Sklavenhandels mit Amerika. Er ist nicht nur ein Corpo, ein Hautkörper des epidermischen Rassismus. Er ist auch ein Grenzkörper. Ein Grenzkörper, der nicht erwartet wird, dem man keinen Platz macht, den man nicht schützen möchte und den man auch nicht vor dem Ertrinken auf dem Meer retten möchte. Und das, weil Europa beschlossen hat, dass Europa nicht verantwortlich ist für das Leben dieser Kandidaten für eine Migration, auch nicht für ihre Körper, die leiden, die Stigmata tragen, die von Europa ständig aufs Neue fabriziert werden. Um umzugehen mit diesen unerwünschten Bevölkerungsgruppen, greift Europa auf alte Formen der Gewalt zurück und schafft immer wieder neue. Die natürlichen Grenzen und Hindernisse wie das Meer und die Wüste haben diese unerwünschten Menschen überwunden in der Gefahr ihres eigenen Lebens. Diese Körper sind nun jetzt da in Europa und Europa gibt ihnen
keine Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern. Die Möglichkeit einer legalen Aufnahme und Integration ist ihnen verwehrt. Es gibt Anfälligkeiten, schlimme hygienische Zustände. All das nur, um sie letztlich besser einschließen und wieder nach Hause schicken zu können. Selbst das Asylrecht wird in Frage gestellt. Die Grenze ist nicht mehr nur noch eine Demarkationslinie zwischen souveränen Einheiten. Sie ist inzwischen ein geradezu ontologisches Mittel, das ganz alleine aus sich heraus funktionieren kann, aus eigenen Gesetzen, aus eigenen Regeln. Die Grenze ist immer mehr der Name der Gewalt, die unter Kapitalismus in der aktuellen Zeit und unter der gesamten Weltordnung liegt. Was ist also zu tun? Zwei Dinge. Um uns orientieren zu können in der Welt, die vor uns liegt, vor diesem Sakrament der Welt müssen wir hier den Geist von Ernst Bloch wieder beschwören. Wir müssen kritisch denken, so wie Bloch es selber auch gelehrt hat. Wir müssen in der Lage sein, wenn nötig, auch ein Urteil fällen über die Zeit und über die Welt. Und da zitiere ich noch einmal Bloch, aber vor dem Hintergrund der endgültigen Werte, die Wahrheit und Hoffnung darstellen. Für Bloch und für die anderen ist das historische Projekt der Menschheit eingeschrieben in diesen Horizont der Wahrheit. Für eine Menschheit, die sich gemeinsam hin projiziert in die Zukunft und diese Projektion in die Zukunft nicht im Sinne des Profites oder der Verteidigung des Privateigentums, sondern im Sinne dessen, was Bloch selber das Wohl der Mensch und der Mitmenschen nannte. Wer aber ist dieser Mitmensch? Der Mitmensch ist nicht derjenige, der mir ähnelt. Franz Fanon hat es immer wieder gesagt. Er hatte ja Bloch ausgiebig gelesen. Der Mitmensch ist ein Mensch wie jeder andere. Und als menschliches Wesen wie jedes andere auch, hat er keinen Preis. Im Namen keiner Identität, welcher auch immer. Und als Mensch wie jeder andere hat er das Recht zu hoffen, dass die gesamte Welt ihm das gibt, was Kant die universelle Gastfreundschaft nannte. Wir haben vorhin bereits von Immaculata dazu einiges gehört. Sie hatte Recht, als sie darauf verwies. Sie hatte Recht, dass im Rahmen des Rechtes nach Kant die universelle Gastfreundschaft keine Frage der Philanthropie ist. Kant sagt, es ist ein Recht. Im Recht, im Sinne Kants, bedeutet Gastfreundschaft das Recht, das ein Fremder hat, der auf dem Boden eines anderen ankommt, nicht als Feind behandelt zu werden durch diesen. Er, der andere, der Fremde, kann möglicherweise nicht aufgenommen werden, es sei denn, es würde zu seinem Untergang führen. Aber solange er friedlich an diesem Platz bleibt, darf er nicht mit Feindschaft behandelt werden. Das ist der Gedanke von Kant. Aber da hat Immaculata ja auch ein bisschen schon interpretiert. Ich würde in diesem Fall sagen, dass die Hospitalität, die Gastfreundschaft von Kant ja gar nicht universell ist, obwohl er sie selber so nennt.
Sie ist bei weitem nicht universell. Sie ist konditional. Sie ist an Bedingungen geknüpft. Sie gilt nur unter bestimmten Bedingungen, da wo der an die Tür klopft, in Gefahr ist, sein Leben zu verlieren, wenn ihm diese Tür nicht geöffnet wird. Kant sagt mehr oder weniger Folgendes: Ihr müsst dem anderen die Tür öffnen. Vor allen Dingen, wenn ihr sie nicht öffnet, derjenige, der klopft, in seinem Leben bedroht ist. Andernfalls dürft ihr die Tür durchaus schließen. Das sagt Kant. Entsprechend steht im Sinne des Rechtes nach Kant das Recht des Bewohners und das Recht des Besuchers. Das Besuchsrecht ist nach Kant ein Recht, das jedes menschliche Wesen hat, aufgrund eines Rechtes, das aus dem gemeinsamen Bewohnen der Erde entsteht. Da die Erde eine Kugel ist, erlaubt sie den Menschen nicht, sich unendlich auszudehnen. Sie zwingt sie zur Koexistenz. Niemand hat von sich heraus mehr Recht an einem Ort dieser Erde als ein anderer Bewohner. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das detailliert zu interpretieren, aber diesen Absatz müssen wir uns wirklich vornehmen und uns fragen, wie können wir diese Kantsche Intuition im aktuellen Kontext heute erfüllen in dieser Welt, die immer kleiner wird, die nicht größer gemacht werden kann, die man nicht unendlich ausdehnen kann und die für ihre Nachhaltigkeit geteilt werden muss, und zwar zu mehr oder weniger gleichen Teilen. Ich rufe also auf zu einer Rückkehr zu Kant im Sinne, im Geiste von Ernst Bloch. Ich rufe auf zu einer Mediation, die wirklich die wesentlichen Fragen aufgreift, die ich zu Beginn meines Beitrages hier aufgegriffen habe. Ich möchte aber nicht schließen, ohne hier noch einen anderen Autor zu nennen, und zwar einen Autor afrikanischer Herkunft. Richard hat ja durchaus zu Recht unterstrichen, dass es bei mir diesen afrikanischen Hintergrund gibt. Ich meine Edouard Glisson. Er sagt, die Grenze ist eine Einladung, die Differenz zu schmecken. Aber es geht nicht darum, sie jemandem wegzunehmen. Wer die Grenze überschreitet, hat ein Privileg, und dieses Privileg darf niemandem genommen werden, und zwar aus keinem Grund, welcher auch immer. Es gibt also Grenzen für Glisson nur, weil es diese Möglichkeit gibt, diese Erfüllung, sie zu überschreiten. Die Pflicht also, Grenzen zu haben, welche auch immer, unter dem Druck der Not, ist ein Skandal. Dass es diese Grenzen gibt, ist mindestens ein ebenso großer Skandal wie die Grundlage der Not, die die Menschen in die Flucht treibt. Welches ist also die Schlussfolgerung aus all diesen Überlegungen? In einer Welt, die immer kleiner wird, wo Leben bedeutet, in Bewegung zu sein, müssen wir uns fragen, wie wir diesem Anspruch eines Teils der Welt entgehen können, das universelle Recht zu haben, die anderen auszunutzen. Wie können wir das anders machen, als indem wir das Unmögliche wagen? Das universelle Recht, das nicht konditionelle Recht auf Gastfreundschaft ist hier eine zentrale Antwort. Dieses universelle, nicht konditionale Recht auf Gastfreundschaft umfasst ebenfalls das ebenfalls inkonditionelle Recht, den anderen zu besuchen, und dies verlangt nach einer Entabsolutisierung der Grenzen. Das heißt, es verlangt danach, dass man allen
Bewohnern der Welt, den Menschlichen wie den Nichtmenschlichen, das unveräußerliche Recht gibt, sich frei zu bewegen auf unserem Planeten. Ich möchte enden mit dieser unmöglichen Utopie, die Ernst Bloch in seiner Weisheit und in seiner Großzügigkeit betrachten lässt. Er hat uns das ermöglicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.